So. Also, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr da seid und zuschaut. Ich freue mich ganz doll, dass Katharina Fegebank jetzt hier ist. Und hier heißt nämlich, es ging ewig hin und her. Ja, live, nein, Zoom. Stimmt. Ja, live, nein, Zoom. Ich dachte, wir machen es im Zoom, dann steht sie da. Ganz, ganz toll. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Wir hatten bis eben noch Sondersenatssitzungen. Das war unklar, ob ich es schaffen würde, live hier zu sein oder mich zuschalten würde. Aber umso besser, dass ich schnell hierher kommen konnte. Ganz toll. Das ist, weil, glaube ich, auch um 16 Uhr schon wieder eine Pressekonferenz ist. Ja, nee, die haben wir jetzt geschoben auf nächste Woche. Aber jetzt kommt was anderes um 16 Uhr, das ich dafür hätte absagen müssen. Ja, es ist turbulent in diesen Tagen. Also toll. Katharina Fegebank ist die zweite Bürgermeisterin in Hamburg und sie ist Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. So, und wir duzen uns, denn Katharina Fegebank ist nicht nur tiefster Werder-Fan, sie liebt es, Ferrari zu fahren, sondern sie hat auch einen sehr interessanten und, wenn ich das so sagen darf, wunderbar schrägen Vater. Und ich habe mal über den geschrieben vor 10 Jahren und so sind wir miteinander in Kontakt gekommen. Danach haben sich die Wege auch nochmal beruflich überschnitten und von daher duzen wir uns. Das mit dem Ferrari ist ja jetzt Gott sei Dank recherchiert und klargestellt. Seit 2 Tagen kann man das gut nachlesen. Genau, ich habe es nämlich gerade eben gelesen, war eine ganz neue Meldung, sie fährt nur mit, sie fährt nicht selbst. Ja, auch nicht mal mit, aber das ist gut geklärt jetzt, glaube ich. Gut, also, es steht im Thema, also im Programm, dass wir einen Blick auf pro Quote werfen, also beziehungsweise was das für die Politik bedeutet und wie es frauenpolitisch weitergeht. Da habe ich so gedacht, das ist so typisch, was man reinschreibt, wenn man Fördergelder kriegen will. Klingt total langweilig. Ich hoffe, wir kriegen es schön hin. Ich habe ein paar andere Sachen mir überlegt. Wir werden diese Themen aber dennoch streifen, dass alle zufrieden sind. So. Bin gespannt. Ja, du, mal gucken. Das Spaß ist, was du draus machst, das alte Fanta-Motto. Katharina, du bist zweite Bürgermeisterin. Jetzt frage ich mich, was macht eine zweite Bürgermeisterin, was die erste nicht macht, beziehungsweise welche Macht hat sie und welche hat sie nicht? Naja, eins und zwei, ich glaube, das ist schon in dem Wortsinne recht deutlich, dass der Erste oder die Erste tatsächlich vorne steht, eine Regierung anführt. Das ist ja in Hamburg die Begrifflichkeit für die Ministerpräsidentin. Damit können vielleicht diejenigen außerhalb Hamburgs mehr anfangen. Die zweite ist quasi das Gesicht des Koalitionspartners und natürlich bei allen entscheidenden Fragen auch mit beteiligt. Aber ganz vorn steht die Nummer eins, also der erste Bürgermeister. Und welche Macht hat er, die du gern hättest? Naja, der erste Bürgermeister hat die Richtlinienkompetenz. Der erste Bürgermeister ist Präses und Vorsitzender des gesamten Senates, also hier der Hamburger Landesregierung. Und hat damit natürlich auch auf alle Politikfelder weitreichende Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich quasi als zweite Bürgermeisterin, stellvertretende Bürgermeisterin, habe zum einen immer den ersten Zugriff, wenn es um alle Belange des Koalitionspartners geht und kann mich natürlich auch zu allen politischen Fragen äußern, aber eben an zweiter Stelle in der Vertretung des ersten Bürgermeisters. Und ansonsten, was ja auch sehr einflussreich ist und viel Macht bedeutet, verantworte ich ein wichtiges, ich würde immer sagen, das wichtigste Ressort von der Wissenschaft über die Gleichstellung bis hin zu den kommunalpolitischen Fragen, was auch sehr gut ist, wo man auch einen guten Hebel hat. Du bist gerade, es gab eine Wahl und zwar vom Deutschen Hochschulverband. Da wird der Wissenschaftsminister bzw. die Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt. Da hast du den zweiten Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch einerseits. Danke. Das ist natürlich total toll. Letztes Jahr hattest du aber den ersten. Und davor den dritten. Okay, was ist passiert? Warum nur der zweite? Was kann die andere Person besser? Das weiß ich nicht. Das müssen diejenigen gefragt werden, die das Voting abgegeben haben, also die Hochschullehrenden, die hier in Hamburg ihr Votum gesetzt haben. Es geht da um verschiedene Kriterien. Es geht um Ansprechbarkeit, um Nahbarkeit, um Verständnis für die Materie, darum, wie man sich einsetzt für die Belange der Wissenschaft und der Hochschulen im Speziellen. Also so ein ganzes Kriterienset.
Und da war jetzt der Kollege aus Sachsen-Anhalt vorn, der auch vor 2 Jahren schon mal vorn war. Im letzten Jahr hatte ich ihn dann quasi abgelöst. Jetzt ist er wieder auf der 1. Meine Kollegin aus Baden-Württemberg war über 3 Jahre in Folge, glaube ich, 13, 15, 16 vorn. Die ist jetzt auch wieder vorn mit dabei. Das ist ein ganz interessanter Battle. Ich finde das eigentlich immer schön, sich da ein bisschen zu duellieren. Ich sehe das gerade, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann, wenn Katharina Fegebank davon spricht, dass es Spaß macht, sich zu duellieren, dann grinst sie, dann lacht sie, dann wird es freundlich. Also du hast schon Spaß am Wettkampf. Ja, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Sport. Ja, du hast es ja angesprochen. Ich bin vorgeschädigt, Fußball vorgeschädigt, familiär. Das ist mir mit in die Wiege gelegt worden und auch sehr stark durch sportlichen Wettbewerb sozialisiert. Also auch familiär und in meiner Kindheit nicht so sehr, aber Jugend dann geprägt und sei es das Tischtennisspielen im Familienkreis oder das Kicken auf dem Sportplatz in der Nachbarschaft. Also nur so rumdaddeln, das kann ich irgendwie gar nicht. Das muss gleich um Punkte gehen oder gleich Teams bilden und dann los und Tore schießen oder Körbe werfen. Auch wenn man dann mal grandios auf die Nase fliegt oder verliert, das gehört für mich dazu. Und das bildet sich dann, glaube ich, auch im politischen Wettbewerb um die besten Ideen, um die cleversten Strategien, aber auch in der Frage, wie finde ich eine Mehrheit für das, was ich will? Wie kriege ich die Leute, die mich unterstützen, auch diesen Weg zu gehen? Ja, ich finde das ganz spannend, weil wir bei ProQuote uns ja sehr viel auch mit Strukturen beschäftigt haben und auch mit der Frage, was machen Männer anders? Ne? Also wenn die in den Chefpositionen sind, was ist anders? Und ein zentraler Punkt, und das war einer, der für mich irgendwie auch wichtig war, dass die den Wettbewerb gewohnt sind. Also ne, weil die von sehr früh immer in den Wettbewerb gehen und wir das mitunter überhaupt nicht lernen. Und deswegen finde ich das ganz spannend zu sagen, oder also dass du das auch in Bezug setzt. Jetzt ist es ja so, wenn du jetzt heute Macht hast, dann hast du die zu einer Zeit, wo es darum geht, im Team zu arbeiten, sehr fast basisdemokratisch, Soft Skills sind gefragt, man kann überhaupt nicht mehr mit Basta auf den Tisch hauen und sagen, so wird es gemacht. Macht das denn überhaupt noch Spaß? Ja, weil das ja die neue Art der Machtausübung ist und die hat sich ja immer noch nicht überall durchgesetzt, denn sonst wären ja überall in den Medien, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft deutlich mehr Frauen in den entscheidenden Führungspositionen, als es jetzt der Fall ist. Aber ich finde, die Zeit, in der wir jetzt hier darüber sprechen, in der die ganzen Initiativen jetzt nochmal ganz neues Gewicht, eine ganz neue Aufmerksamkeit bekommen, das finde ich spannend und das beeindruckt mich auch, weil es zeigt, dass wir mit ziemlicher Wucht vielleicht für einige unbemerkt, aber ich spüre das schon, ja, auch durch die Initiativen, die jetzt gerade im Fußball gestartet sind, strukturelle Veränderungen von DFB über Vereine etc. eingefordert werden, öffentlich diskutiert werden. Entschuldigung, ich kann dir gerade nicht folgen, welche meinst du da? Also jetzt da gibt's frauenspezifisch. Ja, diese ganz aktuelle Initiative von einigen Frauen auf den Weg gebracht, Katja Kraus, Bibiana Steinhaus, Gabi Papenburg etc., die sagen, wir müssen reden, die Strukturen müssen sich grundlegend verändern im Sport, im Fußball und haben auch einen Punkteplan vorgelegt, was denn jetzt die nächsten Schritte wären. Und das erleben wir ja gerade überall, dass Vielfalt, dass diverse Teams, dass eine neue Form von Machtausübung, ein neuer Führungsstil, dass das der Zukunftsweisende, dass der Gewinnbringende ist und der uns im Wettbewerb auch nach vorne spülen wird, sei es in den Medien, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Wissenschaft. Und das passiert ja gerade. Und da diese Kompetenzen zu nutzen und dass man ein guter Teamspieler oder eine gute Teamspielerin ist und dass Soft Skills jetzt vielleicht eher gefragt sind, ich finde, das schließt den Wettbewerb hier überhaupt nicht aus. Jetzt geht es um den Wettbewerb, die besten Ideen zu präsentieren, im Team besonders erfolgreich, in diversen Teams besonders erfolgreich zu sein, aus Schwächen vielleicht Stärken zu machen. Und das finde ich super spannend, das zu beobachten gerade. Also dann ist der Lustgewinn, den Macht bringt, für dich gar nicht der, sich durchsetzen zu können, sondern der des Wettbewerbs.
Sowohl als auch. Wettbewerb um die besten Ideen, um die besten Teams, mit wem gehe ich an den Start? Und das, was ich eben sagte, wie kriege ich für meine Idee idealerweise eine gesellschaftliche Mehrheit, aber eine Idee, Dinge zu verändern, eine Struktur zu hinterfragen, die braucht ja erstmal Unterstützer im Kleinen und dann wird das immer größer. Das ist für mich der Wettbewerb. Das ist für mich der Wettbewerb, möglichst viele Leute davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist oder mich überzeugen zu lassen von anderen, dass es auch anders geht und man vielleicht irgendwo einen Kompromiss finden kann. Und diese neue Form der Führung, diese neue Form der Freude, auch der Fröhlichkeit, bestimmte Dinge anzupacken und optimistisch und nicht bärbeißig und moralinsauer und vergrätzt irgendetwas zu fordern, was dann irgendwie ins Leere läuft, das ist, glaube ich, die spannende Debatte dieser Zeit. Nun ist ja die Gründung von ProQuote Medien zum Beispiel ein Resultat einer nicht vorhandenen oder damals nicht vorhandenen Politik, kann man so sagen. Mittlerweile gibt es andere ProQuote-Vereine. Jetzt sprichst du das mit dem Fußball an. Nehmen wir denn mit unserem Engagement der Politik nicht die Arbeit ab? Also wäre das nicht an euch, das mal durchzusetzen? Ja, machen wir es euch zu bequem? Da, wo wir können, versuchen wir ja auf den unterschiedlichen Ebenen, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Man sieht, dass jetzt, ich glaube, es war Anfang dieser, Ende letzter Woche, jetzt endlich das Frauen in Führungspositionen Gesetz in der Form, wie es vorgelegt war, auch eine Mehrheit gefunden hat. Das wäre ja fast auch noch abgewendet und verschoben worden auf einen Zeitpunkt nach der Wahl. Das heißt also, es gibt so kleine Schritte des Erfolges, die man sicherlich auch aufgrund dieser Initiativen jetzt im Großen erkennt. Wir haben hier in Hamburg schon vor längerer Zeit Besetzungsgesetze, Gleichstellungsgesetze auf den Weg gebracht, die auch den entsprechenden Rahmen setzen sollen für unsere öffentlichen Unternehmen und auch für die Hamburger Verwaltung, sodass da, wo entsprechende Mehrheiten in der Politik da sind, was passiert, aber gleichzeitig braucht es weiter den Druck, braucht es weiter das Finger in die Wunde legen in bestimmten Bereichen und deshalb bedingt auch hier, finde ich, das eine das andere. Also das eine tun in der Politik, aber das andere den Druck, die Power zu geben, got the power, auf gar keinen Fall zu lassen. Okay, so und jetzt komme ich und muss das Bittere in den ja, schönen Drink reintun, und zwar am Beispiel von Hamburg. Der Anteil von Frauen in Hamburger Behörden und Ämtern liegt insgesamt bei 56,2%, also haben sie die Mehrheit, die dort insgesamt arbeiten. So, und in den Spitzenpositionen, wo eben also die höheren Besoldungsgruppen sind und so weiter, zu denen auch der Senat gehört, sind es nur noch 26,7%. Die Zahlen sind rückläufig. So, und in keiner Behörde sind die Zahlen so niedrig wie in deiner. Da sind es nämlich nur 17,65%. Und es waren vor ein paar Jahren auch noch mehr. Katharina, was ist bei dir los? Ja, da wir ja wenig Zeit haben, versuche ich es auf zwei, drei Sätze zusammenzuführen. Meine Behörde ist eine recht kleine im Vergleich zu den anderen und ist auch immer noch, jetzt auch nach der Neustrukturierung, recht flach hierarchisch organisiert in Referatsstrukturen. Andere Behörden haben noch weitere Leitungsebenen dazwischen. Und bei uns bleiben Leute einfach sehr lange auf einer Position. Und das waren schon in der Vergangenheit sehr viele Männer, die Referatsleitungen innehatten. Die Frauen, das kann ich auch belegen, die sehr gut waren in den Referaten, die haben sich dann wegbeworben. Die sitzen jetzt teilweise in unseren Forschungseinrichtungen, Bernhard-Nocht-Institut beispielsweise, beim European X-Fell beispielsweise, um dort ihren nächsten Karriereweg zu gehen. Und bei uns sind dann in dieser sehr männlich strukturierten Referatswelt nach wie vor viele Männer dort an den Hebeln, also sitzen auf den Referatsleitungen. Das ändert sich gerade. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr noch mal sprechen, du mir dann diese Frage noch mal stellst und ich hoffentlich einen exponentiellen Anstieg an Frauen. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade zwei oder drei Neubesetzungen in Referaten und bei einer kleinen Behörde macht das denn schon ziemlich einen Sprung aus, wenn da denn plötzlich Frauen sitzen. Ja. Aber es ist
keinesfalls befriedigend und sehr viel Luft nach oben. Und deshalb haben wir uns das jetzt auch noch mal in der Geschwindigkeit noch mal neu angeguckt. Ja, das Interessante ist ja, dass auch bei jemandem, also wie, ne, in einem Gleichstellungsbeauftragten, da trotzdem auch das Thema Teilzeit, also wie in allen, also wie sonst überall auch, irgendwie gibt's, kann man da nicht gut in Teilzeit arbeiten und. Also die strukturellen Probleme sind in deinem Ressort die gleichen wie woanders auch. Das fand ich ganz überraschend. Da habe ich gesagt, okay, Frage, was kann die Politik für euch tun, damit es euch da besser geht? Dann habe ich gesagt, naja, man kann ja pro Quote Senat gründen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Jetzt lass uns nochmal auf die Frage kommen, und zwar, ich soll ja die Frage stellen, wie es frauenpolitisch weitergeht. Gibt es da irgendwie eine Agenda, also beziehungsweise vielleicht müssen wir da dann ein bisschen weitergehen, wir reden ja auch nicht nur über Hamburg, das war eben ja auch nur das Beispiel, stellvertretend für gesamte Strukturen. Ist da irgendwie was zeichnet sich ab, wie es weitergeht? Zeichnet sich was ab, was Konkretes? Gibt es konkrete Vorhaben, die jetzt mal die Situation verändern? Auf Hamburg? Kannst einfach auch Nein sagen, dann machen wir eine andere Frage. Nö, es passiert ja gerade auch und gerade wegen Corona eine ganze Menge, weil dieses Thema, dieses viel bemühte Brennglasbild ja tatsächlich Ungleichheiten in der Gleichstellung, im Bereich der gleichberechtigten Teilhabe, der Zugänge wirklich nochmal so stark vor Augen geführt hat, sodass da auf jeden Fall nicht nur jetzt aktuell eine ganze Menge passiert, sondern dass ich erwarte, dass eine neue Bundesregierung die ganze Frage der Gleichstellung, die ganze Frage einer neuen Familienpolitik zu einem echten Top-Agenda-Thema macht, denn das ist natürlich auch ganz zentral für die Frage des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Wenn ich das jetzt wieder auf Hamburg runterbreche, da haben wir sowohl im Wissenschaftsbereich diverse Initiativen angestoßen, ich sage nur Gender Publication Gap beispielsweise, weil wir festgestellt haben, dass ohnehin, aber nochmal verschärft durch die Krise, die Forschungsaktivitäten bei Frauen, Beendigung von Vorhaben, von Publikationen, von Projekten deutlich zurückgegangen sind und haben das jetzt finanziell unterstützt, nur um mal ein kleines Beispiel herauszugreifen, auch dort, um die Betreuungssituation zu verbessern, Retreats zu ermöglichen. Das haben wir jetzt ganz konkret identifiziert als Maßnahme im Wissenschaftsbereich und im Gleichstellungsbereich sind wir gerade dabei, unseren Rahmen, also unser gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm, an dem alle Behörden bis in die Bezirke hinein, viele gesellschaftliche Akteurinnen beteiligt sind, jetzt neu zu initiieren. Und da bin ich mir sicher, dass neben dem Digitalisierungsthema auch das Thema Post-Corona ein ganz zentrales sein wird. Also da, wo es konkret ist, da kann es wirksam werden. Und deshalb gucke ich da sehr landespolitisch und auch kommunalpolitisch drauf, neben den Tausenden von Baustellen, die bundespolitisch zu regeln sind. Aber ich bin hier im Einfluss und Machtbereich unterwegs und da will ich auch nur darüber sprechen, was ich auch verändern kann. Ja, ich muss mal ganz kurz sagen, ich dachte, hier sei eine Uhr, hier ist keine Uhr. Kann mir mal kurz jemand sagen? Okay, gut, machen gut. Wir kurz. Weil Katharina muss nämlich um 10, genau, dann los um halb, weil dann nehmen wir gleich die Frage mit rein, aber ich wollte mal sagen, ist es ja als ein ganz unglückliches und auch unverschämtes Zeichen verstanden worden, dass das Familienministerium jetzt nicht wieder neu besetzt wurde. Kann ich nachvollziehen, finde ich und richtig. Und das ist so, da komme ich an den Punkt, dass ich so denke, wie lange wollen wir eigentlich noch nett fragen? Also wann ist eigentlich mal die Zeit für Radikalisierung? Also ne, wann ist Zeit für die Farbbeutel oder für die, ich weiß nicht, also... Das hast du jetzt gesagt, ja, das habe ich nicht gehört. Ich wusste es ganz genau, das war so klar. Nee, aber das finde ich mal irgendwann auch einen interessanten Aspekt, die Frage, wie lange wollen wir eigentlich nett fragen und immer irgendwelche Ausschüsse und nochmal irgendwie 3% weiter, wenn es doch eigentlich um 50% geht. Ich würde dann Annette schon mal... Ja, ich habe ja noch eine andere Zahl, die ich immer beobachte, nämlich die Zahl der Top-Managerinnen in Hamburg, in den städtischen Unternehmen. Ich lese hier 27 Frauen von 136 Spitzenmanager. Wenn ich richtig rechne, ist das ganz knapp jede fünfte. Und ich erinnere mich, dass Jana Schiedek, ich weiß nicht, ob das ihre direkte Vorgängerin ja. war, die hatte ja so einen Zirkel, wo sie auch immer die Pro-Quote-Vorsitzende dazu eingeladen hat und eine FIDA-Vorsitzende und ich weiß nicht was, also es waren irgendwie so 5, 6 Frauen aus dem Handel, viele, wo sie wirklich versucht hat, dieses Problem sozusagen dafür Frauen auch zu identifizieren und so weiter zu lösen. Was tun Sie?
Ja, auch viel sprechen, viele Netzwerke, in viele Netzwerke reinzugehen. Es gibt nämlich wahnsinnig viele inzwischen. Auch das war, glaube ich, lange Zeit nicht so bekannt oder in Teilen sogar verpönt zu sagen, wir wollen nicht über Netzwerke dahin kommen, wo die Männer über ihre Old Boys Networks hingekommen sind. Das heißt, ich gehe gezielt in diese Netzwerke hinein, die sich ja die letzten Jahre um unterschiedliche Themen, sei es im Ingenieurswesen, sei es bei den Business Moms, sei es bei Nushu, junge Unternehmerinnen gegründet haben und thematisiert das da nicht nur, sondern ich kriege da auch diejenigen, die dann in bestimmte Positionen, sei es in den Aufsichtsgremien dann sitzen oder auch für Geschäftsführung oder Vorstände ihren Hut in den Ring werfen, in dem Bereich, den ich beeinflusse, das ist das UKE beispielsweise als öffentliches Unternehmen, haben wir jetzt erstmalig und ich weiß nicht, wie das im Vergleich zu den anderen Unikliniken aussieht, beim vierköpfigen Vorstand eine 50%-Quote mit den beiden jüngsten Besetzungen erreicht, bei der kaufmännischen Direktorin und auch bei der Dekanin. Und so versuchen wir das im Senat, in unserer Senatskommission für öffentliche Unternehmen. Da hat sich der Ton meines, für meine Begriffe auch sehr verändert die letzten Jahre, weil man in einen ganz anderen Rechtfertigungsdruck und Zwang auch gerät, wenn plötzlich bei den Top 3 nur noch 3 Männer vorgelegt werden. Das passiert eigentlich gar nicht mehr, sondern auf den Zweier-Dreier-Listen ist in der Regel auch immer eine Frau dabei, sodass ich da auch merke, dass ich da was tut. Gibt's aber es ist Luft nach oben. Gibt es denn dann Quoten? Ja, wir haben ja die 40%-Quote für die städtischen Unternehmen in den Aufsichtsgremien und auch in den geschäftsführenden Bereichen. Und die erreichen wir nahezu überall inzwischen. Okay, vielen Dank. Gibt es noch eine weitere Frage? Sonst würde ich in Anbetracht der Zeit mit einer letzten, nämlich Sarah, ich hätte sie für dich gestellt, aber macht Sarah Kahn. Ich glaube, ihr die Frage eben noch mitbekommen. Kann ich ausdrücklich unterstützen, den Appell aus der vorherigen Runde. Die Sache mit der Uni. Wann wird eine Universität in Hamburg nach einer Frau benannt? Und Sarah hat zwei tolle Vorschläge, und zwar entweder Agathe Lasch, das war ja die erste Professorin der Uni Hamburg, glaube ich auch die dritte in Deutschland, oder eben Ingeborg Rappaport. Das ist die, ihr erinnert euch dran, das ist noch gar nicht so lange her, da wurde sie mit 102, hat sie ihre Promotionsurkunde bekommen. Ich durfte sie mit überreichen. War das toll? Das war eine meiner ersten Amtshandlungen. Ich bin jetzt, wenn wir darüber sprechen, immer noch gerührt und es läuft mir ein bisschen kalt den Rücken hinunter. Toll, und wo ich wirklich durchgedreht bin, ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen schon die Gelegenheit hatte, Charité zu gucken, jetzt die dritte Staffel, die lief vor einigen Wochen und ist auch noch in der Mediathek abrufbar und da ist sie eine der Protagonistinnen. Also da gibt es drei oder vier Ärzte entlang anhand derer diese Staffel aufgebaut ist und Ingeborg Rappaport ist eine und da habe ich gedacht, Wahnsinn, jetzt bespielt die hier sozusagen Fernsehdeutschland gerade und fand das ganz großartig, auch von Nina Kutzendorf gespielt. Ganz beeindruckende Frau und ich hätte fast gesagt, wir haben ja zumindest schon mal einen Hörsaal, der nach Agathe Lasch benannt ist. Wir haben ja gar keine Tradition, dass unsere Hochschulen und Universitäten überhaupt nach Persönlichkeiten benannt sind. Ja, Universität Hamburg, Technische Universität, Hafen City. Aber den Loki Schmidt Botanischen Garten gibt es. Ja, das ist jetzt der einzige, der mir tatsächlich einfällt. Ja, das ist eine Bundesuniversität. Ich nehme die Idee und den Gedanken mal sehr gerne mit. Also mir wäre es ja sehr lieb, dass wir bei einer der nächsten Besetzungen eine Frau als Präsidentin hätten, denn das haben wir ja auch nicht. Okay, wir sprechen dann bei aller Wertschätzung für alle amtierenden Präsidenten, die wir hier gerade haben. Wir sprechen ja in einem halben Jahr wieder, dann gibt es neue Zahlen bezüglich deiner Position und dann, also, oder Besetzung und dann fragen wir nach, wie es denn mit der Namensgebung geht, wie weit das denn gedient ist. Ja, ich glaube, da sind wir in einem halben Jahr noch nicht so weit gedient, aber ich nehme diesen Impuls jetzt einmal mit. Man geht ja aus jeder Runde immer mit etwas, was man gelernt hat und das nehme ich jetzt. Das freut mich, dass wir dir sowas Schönes haben mitgeben können. Vielen Dank, Sarah, das ist toll, das freut mich sehr. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du es möglich gemacht hast. Toll, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Vielen Dank auch an alle.